Also ich bin Mohammed, ich bin von Jugendliche ohne Grenzen und wir sind ein Teil dieser Anti-Abschiebe-Industrie und sehr stolz drauf. Ich finde es sehr cool hier, dass wir heute da sind und dass wir auch speziell auf diesem Platz hier sind von Welcome United. United heißt, und das muss auch heißen, dass wir, egal welche Grenzen uns trennen, dass wir trotz all dem solidarisch miteinander umgehen können. Und zwar egal, wo wir herkommen, was wir glauben, was wir anziehen, was wir machen, trotz all dem sind wir und müssen wir solidarisch miteinander sein. Weil ich glaube, Solidarität, das ist die einzige und die einzig richtige Antwort auf die AfD. Seit 2005 setzen wir uns ein von Jugendlichen ohne Grenzen für ein Bleiberecht und für den Zugang zur Bildung von Geflüchteten und speziell von geflüchteten Jugendlichen. Wir haben seit 2005 haben wir vieles erreicht eigentlich, aber seit 2015 merken wir, dass vieles von dem, wo wir schon sehr, sehr weit waren im Bereich Aufenthaltsrecht und so weiter, rückgängig gemacht wird. Die Residenzpflicht nimmt immer wieder Lauf, die Abschiebungen nach Afghanistan, die Erklärungen von sicheren Herkunftsstaaten wird immer mehr und mehr und mehr. All das, wofür wir Jahre und Jahrzehnte auf die Straße gegangen sind, wird umkehrbar gemacht. Und das, obwohl die AfD noch gar nicht eine Regierung ist. Das heißt, es braucht gar nicht eine AfD in der Regierung, denn die restlichen Parteien, auch sogenannte Linke leider, beteiligen sich an diesem rassistischen und rechten Diskurs. Und wir merken, dass Solidarität immer weniger wird. Und das ist, wie ich schon sagte, die einzige Antwort auf die AfD. Auf die AfD kann nur eine radikale, radikale Solidarität sein. Das heißt, wenn Geflüchtete sich in ihrer Unterkunft gegen eine Abschiebung zu widersetzen, dann müssen sie eine radikale Solidarität von uns alle bekommen. Und zwar egal welche Beweggründe sie haben, egal wo sie herkommen, sie müssen ganz genau wissen, dass wir hinter ihnen stehen. Und das passiert leider nicht. Sie erfahren auch manchmal selbst von sogenannten Linken, aber auch Grünen und so weiter, erfahren sie Ablehnung und man probiert das zu relativieren und sagen, naja, so ganz richtig war das nicht. Aber auch in dem Bereich Jugendhilfe, im Bereich Familienzusammenführung, Zugang zu Bildung, Zugang zu Studium und so weiter, sehen wir, dass immer mehr Beschränkungen da sind für geflüchtete Menschen. Das heißt, auch was ganz speziell ist, diese sogenannten Hankerzentren, die jetzt kommen werden, also Ankunft, Entscheidung und Rückkehr, das ist nur eine schöne Umschreibung für Haftanstalten und für Lager. Diese werden jetzt immer stärker, die Bundesländer reißen sich drum, wer das machen kann und wer das machen soll. Und deswegen machen wir jedes Jahr eine Konferenz, dieses Jahr wird sie jetzt in 2 Wochen in Halle sein. Unsere Konferenz ist dieses Jahr, steht unter dem Motto, die Anker lichten. Wir brauchen keine Ankerzentren, wir brauchen eine dezentrale Unterbringung, wir brauchen Wohnungen und ein schönes Leben für alle. Und deswegen werden wir die Konferenz genau zu diesem Thema machen. Das wird in Halle sein. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch an dieser Demonstration zu beteiligen. Das wird am 6. Juni sein in Halle am Steintor. Kommt vorbei, ladet euch die Flyer runter, ladet euch die Poster runter von der Seite von Jugendliche ohne Grenzen. Schickt die Menschen dorthin, bringt alle eure Freunde, Tanten, Haustiere und alle mit und zeigt der AfD auch in Halle, dass sie nirgendwo Platz hat, weder in Berlin noch in Halle. Vielen Dank, dass ihr da seid und ich werde noch mal ganz kurz die Forderung unserer Konferenz laut vorlesen und dann könnt ihr sagen, ob ihr dem zustimmt oder nicht. Bleiberecht für alle! Keine Abschiebungen und zwar nirgends hin! Schule und Bildung für alle! Das Rückkehrrecht für unsere abgeschobenen Freundinnen und Freunde! Die Legalisierung von Menschen ohne Papiere! Die Abschaffung von Lagern und sogenannten Ankerzentren. Und nochmal, weil das so gut geklappt hat, Bleiberecht für alle! Dankeschön. Okay,
Danke nochmal, Mohammed von Jugendliche ohne Grenzen.